In der Liga läuft es für die Mannheimer aktuell auf jeden Fall besser als in der Club-Challenge und ein ehemaliger Löwe schaut sich das aus Frankreich sehr genau an. Uwe Gensheimer steckt momentan mitten in den Vorbereitungen für den Movember und stellt sich unseren Fragen deshalb standesgemäß mit dem Mo. Sein Liga-Check jetzt für euch. Ja, so wie es im Moment aussieht, glaube ich, dass mein alter Club, die Rhein-Neckar-Löwen, da ganz, ganz große Chancen haben, aber auch die Füchse Berlin haben natürlich jetzt einen riesen Start hingelegt, wenn vielleicht auch noch nicht die ganz, ganz großen Gegner dabei waren, aber sind für mich auch eine Mannschaft, die so langsam reif dafür ist. Aber ich tippe jetzt einfach mal auf die Rhein-Neckar-Löwen. Ja, bislang bin ich ein bisschen schon überrascht, dass Minden und Gummersbach noch nicht so viele Punkte geholt haben. Auch Lübbecke bislang noch gar nicht so richtig in der Saison drin, sind für mich Überraschungen. Und ja, Hüttenberg als Aufsteiger wird es sehr, sehr schwer haben, meiner Meinung nach, obwohl sie sehr, sehr gut spielen. Also das sind so die Teams, die auf meinem Zettel sind. Die Rhein-Neckar-Löwen sind sehr, sehr gefestigt mit einer guten Abwehr, sehr, sehr sicheren Abwehr, guten Torhütern dahinter. Spielen eigentlich auf allen Positionen sehr, sehr konstant. Hannover-Burgdorf war natürlich als Überraschung ein Stück weit am Anfang der Saison, vor allem nach der verkorksten Rückrunde im letzten Jahr. Klar, der THW Kiel, dass die am Anfang so schlecht reinkommen, war nicht so zu erwarten, aber ich glaube, dass die Mannschaft, dass Burgdorf und Berlin bislang die Überraschung sind. Ich glaube, dass ja, die Entwicklung von Hendrik Pekeler sehr, sehr erfreulich ist, wie konstant er auch in Abwehr und Angriff jetzt ganz, ganz starke Leistungen zeigt. Auch ja, Julius Kühn in Melsungen zum neuen Verein gewechselt und da direkt sehr, sehr viel Verantwortung übernimmt und eine große Rolle spielt. Nach einem Wechsel ist nicht so selbstverständlich. Auch Philipp Weber in Leipzig, der eigentlich Dreh- und Angelpunkt des Spiels ist in Leipzig. Aber das sind eigentlich keine großen neuen Namen.